es war gut, heute hier zu sein, weil man den älteren Personen, die nicht so viel mit Medien zu tun haben, einen Einblick in die Sicht der Jugendlichen geben kann und damit ja vielleicht auch insgesamt ein Zeichen setzt, dass man halt vielleicht nicht nur kritisch auf soziale Medien schauen sollte. Also mir hat es auf jeden Fall auch Erfahrung gebracht, weil vor so vielen Leuten zu sprechen, macht man jetzt auch nicht alltäglich. Und wenn man jetzt in der Klasse ist, dann ist das immer schon nur ein Bruchteil von den Leuten hier. Und es hat einfach auch nochmal so einen Blick darauf gegeben, wie die, wie Erwachsene so das sehen, wie wir Kinder das dann oder wie Jugendliche das dann im Verhältnis dazu sehen. Also es ist für uns immer total großartig, wenn Medienscouts bei Veranstaltungen mit dabei sind, weil ansonsten wird viel über Jugendliche geredet und so haben wir eine Chance, mit Jugendlichen auch zu reden, dass sie selbst Einblicke geben in ihre Lebenswelten, in ihre Medienwelten und dass sie berichten über die großartige Arbeit, die Medienscouts leisten, weil die inzwischen wirklich wichtig sind für das, was an Schulen passiert in Sachen Medienerziehung, weil sie gerade irgendwie gutes Gehör finden bei 5., 6. Klassen. Von daher vielen Dank, dass Sie dabei waren.